Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Diesel gibt nun endlich Klarheit und bestätigt, was wir schon immer gesagt haben, dass nämlich die Kommunen die Möglichkeit haben, entsprechend zu reagieren, dass sie Fahrverbote im angemessenen Umfang aussprechen können und dass die Kommunen jetzt eben aufgerufen sind, zu handeln. Dass es keine Fahrverbote flächendeckend gibt, ist eine gute Entscheidung und es ist auch nicht notwendig, weil die Kommunen sehr individuell reagieren können, indem sie bestimmte Maßnahmen vorantreiben. Und der Bund hilft ja auch beispielsweise mit, dass Busse, Taxen umweltfreundlicher gestaltet werden. Und im Übrigen wird man auch jetzt vielleicht die Bedeutung von neuen Straßen und Ortsumfahrungen auch in einem neuen Licht sehen. Also es ist richtig, dass die Kommunen jetzt angemessen handeln können.